packen zusammen eine ganz, ganz kleine Mini-Bestellung aus. Also es sind eigentlich zwei Sachen für die Kunden, der Rest ist für mich. Und zwar, es ist wirklich minimal, aber ich gucke halt schnell, ob noch jemand reinkommt. Und sonst teilen wir jetzt echt viel aus, guten ganzen Tag. War dann auch noch ein bisschen draußen und es wird langsam. Also ich habe nochmal Zwiebelsaft genommen und alles. Also ich hoffe, dass ich dann gesund bleibe. Hallo, hi Petra, Hallöchen, ah wie schön. Also das ist schon die ganze Bestellung, das war schon. Ich kann nur nicht so viel reden, weil dann kommt über den Hustenreiz wieder und ich will ja für Orlando fit sein. Und Luca darf jetzt noch schnell Fernseher gucken, bevor wir zusammen kuscheln. Eine halbe Stunde bis 8 Uhr. Oh, Viertelstunde hat er eigentlich nur 20 Minuten. Nicht sehr lang, aber ist ja schönes Wetter. Wir waren jetzt lang, war er nur lang draußen. Wir haben nur Essen gemacht, einen griechischen Salat. Und ich wollte das dann eben noch zusammenpacken, dass ich es morgen losschicken kann. Morgen bin ich dann auch noch beim Friseur. Drück mir die Daumen, dass ich den dauernd Hustenreiz habe. Aber da kriege ich meistens eh was zum Trinken. Da muss ich ja immer Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. Und so hat sich die liebe Rabea einen den Duftventilator, aber den rosanen rausgesucht. Also den hier gibt es ja auch in rosa mit einem anderen Muster. Ich habe ja den anderen im Treppenhaus. Und hi Seke, danke schön. Danke, Janette. So lieb von euch. Wird schon wieder werden. Also immer vom Urlaub. Monte Carlo weiß ich auch noch. Da habe ich, glaube ich, sogar gleich eine Lungenentzündung gehabt. Das war das erste Mal, dass ich so ein Spray braucht habe. Und Bonbons lutschen. Ja, ich habe heute nochmal neue Bonbons gekauft. Danke, Petra. Ja, die Bonbons sind nämlich schon an meinem Nachtkästchen hinten. Oder untertags habe ich da auch mal was genommen. Genau, also einmal hat sie sich den Duftventilator geholt. Da hat sie auch noch gefragt wegen der Powerbank, was sie dafür anhabt, weil die wollte das auch so machen. Und dann hat sie sich den Duft Water Lily in Bergamot noch ausgesucht. Ich glaube, die hat den sogar davor in der Bestellung gehabt. Und den fand sie, glaube ich, auch so gut. Oder weil ich so vorgeschwärmt habe, hat sie sich den auch nochmal geholt. Ich glaube, die hat den auch schon bestellt. Das ist schon der zweite. Und ist ein richtig schöner, frischer Duft. Und der hat sowas, der hat ja diesen Moschus mit drinnen. Und so was ganz Besonderes. Also ich fand den richtig geil. Und im Treppenhaus, der riecht mega ewig lang. Also ich hätte jetzt gedacht, der ist nur ganz, ganz kurz, dass der riecht. So frisch, dass der schnell verflogen ist. Aber überhaupt nicht. Und weil der jetzt so gut war, also das ist für meine Kunden, die besten bei Husten gibt es bei Penny. Ich glaube, die hast du mir mal geschickt. Ich glaube, war es mit Spitzwegerich, Honig, irgendwie, irgendwas hast du mir, glaube ich, mal geschickt. Die Kamellen, irgendwas. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn der Duft jetzt doch echt so geil ist, hole ich mir noch eine Duftblume in der Duftrichtung, weil der Duft gibt es ja nur, solange der Vorrat reicht. Und da habe ich mir auch den Water Lily in Bergamot aus dem Honig und Eukalyptus. Genau, die habe ich mir auch geholt damals. Ich glaube, habe ich die mir jetzt nochmal geholt? Oder hatte ich nur ein paar einzelne da? Ich glaube, von denen waren nur ein paar einzelne da. Und ich wechsle immer zwischen zwei aus. Und die haben die einen flüssigen Kern gehabt, gell? Also die waren super. Die habe ich letztens damals auch geholt und ich habe nur irgendwelche andere schon mit, weil es die jetzt nicht da waren und ich nicht beim Pennymarkt war. Genau. Also Water Lily Bergamot haben wir rausgesucht und dann nochmal die Pots. Auch ein Water Lily Bergamot, weil ich dachte, bevor die ausverkauft sind, die kann man sich ja leider nicht sichern. Ich wäre ja dafür, dass es auch Pots zum Sichern gibt, dass man die weiter kriegt, als nur die Bars. Also nur die Wachspackung für die Duftlampe, das wäre echt cool. Und so, bei denen musst du halt dann immer eindecken. Und ja, genau. Irgendwann werde ich mir wohl doch einen Ventilator holen. Ja, wer weiß, gell? Wer weiß. Nee, ich liebe Ventilatoren im Sommer. Diffuser habe ich sonst jetzt auch mal angeschmissen gehabt oder Duftventilator. Ich habe aber eine Lampe hier an. Ja, das sieht man gar nicht so gut. Hier, die ist noch ein bisschen an. Da ist gerade Summer Holiday. Da riecht es richtig angenehm. So ein angenehmer, schöner, lauer Sommerabend. Richtig schön. Also ich liebe den Duft. Hi, Jenny. Voll angenehm, voll schön. Genau, ups. Und da habe ich jetzt eben meine Duftblume. Das andere Päckchen geht eben dann gleich an Trabea weiter. Das packe ich noch zusammen und bringe das morgen, bevor ich zum Friseur muss. Da bin ich den ganzen Vormittag bis mittags. Wenn du immer Strähle machen lässt, bist du ja dann wieder 2-3 Stunden. Bin ich da locker da. Und dann eben diese Pots. Das ist mein persönlicher Nachschub. Sonst hat niemand mitgemacht, Sammelbestellung, das war's. Ja, aber das passt ja. Hauptsache, ich habe meine Sachen nochmal gekriegt. Und ich würde am Donnerstag mache ich noch meine Orlando-Bestellung. Mittwoch oder Donnerstag. Jetzt eventuell morgen schon abgeschlossen.
Und hätte da meine Orlando-Boxen bestellt, für alle, die wir schon vorbestellt haben, die bezahlt haben, die bestelle ich dann alle. Und falls jemand nur Sammelbestellung was mitbestellen möchte, kann er sich sehr gerne bei mir melden. Also morgen bestelle ich, falls ihr nur was aus der Schatztruhe wollt oder sonst noch was. Also, was für eine Powerbank nimmst du für die Ventilatoren? Ich habe da so eine extra größere mit 10.000 mAh beim großen A bei Amazon bestellt. Ich habe auch eine andere und da war sie kurz an und dann war sie wieder aus. Die war wohl entweder zu stark oder ich weiß es nicht. Und bei der, die funktioniert es. Aber dann schreib mir privat gerne Nachricht, dann fotografiere es dir nochmal ab, was hinten dran stand, was für Nummer genau. Und Julia schreibt: Ah, Rine, geht ja mal los bei dir, ich muss auch noch bestellen. Dann bestell mal, Julia. Hi Nina aus dem Urlaub. Oh Mann, ja, jetzt geht's ja los. Oh, schwitzig. Also hier im Dachgeschoss ist schon echt sehr schwitzig heute. Und ja, aber man merkt es an der Stimme und so. Und, aber ich bin froh, dass der Brustkorb nicht mehr so wehtut. Und ich bin ja aber sehr positiver Mensch. Das hat mich viel ausgeruht. Also ich habe auch heute wieder mittags geschlafen. Ich glaube, ich habe wieder 2 Stunden mittags geschlafen. Aber da merkst du, dass der Körper das wohl irgendwie braucht. Und abends bin ich eigentlich immer so groggy, dass ich gehe ja schon mal um 9 ins Bett, weil so viele Daten ja eigentlich gerne Teamtraining wollen, dass ich abends mache oder hier live komme. Ich bin dann immer so groggy, da kann ich euch gar keine Energie oder Push rüberbringen. Super, das mache ich, mach das, liebe Janet. Und ja, und außerdem genieße ich, wenn alle abends da sind, die Zeit mit der Familie. Mein Schatz ist schon wieder im Fernverkehr, der war letzte Woche bis Donnerstag weg. Diese Woche ist wahrscheinlich auch bis Donnerstag oder Freitag weg. Und genau, dann bin ich mit dem Luca alleine gerade. Aber ist auch schön, weil dann geht er geregelt ins Bett um 8 Uhr und nicht um 9:30 oder was und ist so lang wach wie der Luke, also wie mein Mann. Und dann gehen wir alle zusammen ins Bett und haben eigentlich gar keine Zweisamkeit. Ich glaube, mein Mann ist wurscht, weil der ist froh, wenn er vom Luca auch was hat. Der ist gerne Papa, also echt ein toller Papa von dem her. Ich würde es so manchmal schön finden, noch abends zusammen raussitzen, ein Weinchen trinken oder einfach nur so einfach mal nur ratschen. Aber meistens ist dann der Luca halt mit dabei. Genau, aber Schatz, ich soll ja vom Luca auch was haben. Wer ist anders? Dann die, die wahrscheinlich sagen: Ah, nimmst du ja gar keine Zeit für unser Kind. Also, wie was hat, gell? Nee, und der, dem seine Klimaanlage spinnt gerade irgendwie. Der Arme, jetzt hat er gar keine richtige Standklima bei der Hitze draußen. Also, ich hoffe, dass irgendwie einigermaßen wieder anspringt. Dass er nicht so arg schwitzen muss, die ganze Nacht ist ja dann doch recht heiß. Genau, also das war schon. Ich werde jetzt dann das, also ich tue das dann wahrscheinlich schon gleich wieder bei ihr da rein und pack das dann gleich zusammen und schicke es ihr dann gleich weiter morgen in der Früh. Schicke ihr jetzt die Sendungsnummer. Genau, und ansonsten gibt es gar nichts viel Neues. Also am Sonntag geht es ja los nach Orlando. Ich hoffe, dass ich empfange und so habe mein Handy schon am halben Tag oft schon. Der Akku leer, also ich bin ja gespannt, ich bin ja, boah, ich bin bestimmt 20 Stunden unterwegs, bevor ich hier losfahre und bis ich dann im Hotel und alles bin. Oder sogar 24, 25 Stunden. Ja, dann ist nur 6 Stunden Zeitverschiebung, ja. Also da bin ich ja gespannt. Also wir haben dann einmal einen Zwischenstopp nach 11 Stunden Flug in New York. Genau, und da haben wir 4,5 Stunden, 5 Stunden fast Aufenthalt und dann geht es nochmal für knappe 2 Stunden weiter. Also vielleicht habe ich im Flughafen dann kurz empfangen, dass man sagen kann, hier, New York hat schon mal geklappt, Landung, wir sind gut gelandet. Genau. Dann bin ich ja gespannt, na geht's Orlando los. Wir haben dann am Dienstag eine Eröffnungsparty in den Universal Studios. Willkommensparty, also abends ist es und es sind so viele Berater, ich glaube 7.500 und insgesamt an dem Willkommensabend dürfen die Familie und Kinder mitbringen, die wo halt Familie, Kinder dabei haben, das sind mal knappe 10.000 fast und dann gibt es da richtige Eröffnungsparty abends mit Feuerwerk, bis Mitternacht geht es. Und weil ich ja das auch als Incentive ausgewählt habe, haben wir 1, 2 Tage ein bisschen extra anderes Programm von den anderen, weil es ja Sensi Family Treffen. Dieses Jahr das erste Mal so global mit allen Ländern, allen Regionen. Das haben wir ja nochmal auch nie, wahrscheinlich wegen dem 20-jährigen Jubiläum. Und dann haben wir so ganz kleines bisschen Incentive
für uns ein bisschen extra. Wir haben auch die ganze SFA eine VIP-Lounge, wo wir zwar auch 300-400 sind, aber besser als 10.000, wo wir uns zurückziehen können, wo es viele Getränke, ein paar Snacks gibt. Also immer, wenn es zu viel wird, haben wir dann das, unseren VIP-Bereich, wo wir da hingehen dürfen. Wir können die Produktauslage früher angucken, wir können früher schon einchecken. Wir kriegen eine Tageskarte für Movieland? Oh, Disney. Ich weiß es, ich kenne mich da gleich gar nicht mal aus. Ich glaube, Disney. Oh, das sind ja so verschiedene Parks. Und dann haben wir ein Frühstück. Also das sind nur für die Incentive. Haben wir ein extra Frühstück. Um 6 Uhr in der Früh müssen wir da schon los. Und das ist genau an dem Eröffnungsabend, wo dann abends die Eröffnungswillkommensparty bis Mitternacht ist. Also es wird ein langer Tag davor, die Anreise. Und dann haben das andere, wo wir um 6 in der Früh Frühstück im Magic Kingdom Park haben. Also bevor die aufmachen, dürfen wir exklusiv da rein und haben dann ein schönes Frühstück zusammen und können dann den Tag da noch verbringen, wenn wir wollen. Oder dann schon mit zurückgehen, weil nachmittags, abends, glaube ich, um 3 oder um 4 gehen erst die Veranstaltungsdinger los. Das ist immer so mal 2,5 Stunden. Also ich glaube mal so von 3 bis 5, 6. Oder mal 19 bis 21 Uhr, also immer so 2,5 Stunden, dass wir dann davor, vormittags, mittags irgendwie immer ganz viel Zeit haben, mit den anderen auszutauschen, zu quatschen, wo zusammen Mittagessen zu gehen. Wir haben ganz viele Expo-Dinger, wo man wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, wo man dann alles aufgebaut hat, wo man dann anschauen kann, wie Sensi vielleicht früher Sachen gehabt hat, wie sich so entwickelt hat. Also ich bin gespannt, was es da ist. Es gibt das, also wie so ein Sensi-Museum ist da irgendwie aufgebaut. Und es sind ja riesen Hallen, also auch Busse. Da fahren dann 110 Busse für uns mal jetzt. Also da werden wir ja auch anstellen dürfen. Also ich bin gespannt, wie es wird. Ich glaube, dass es eher ein bisschen anstrengender und stressig ist und sehr viel Menschenmassen. Weil Hawaii wäre ja auch gewesen, aber mit dieser langen Flugzeug, ich glaube, da hätte ich nur 6 Tage gehabt und dann An- und Anreise hätte ich nur 3 Tage was gehabt. Und ich dachte, das ist mir zu stressig. Dann nehme ich lieber Orlando, da ist meine liebe Jessie, mein Teammitglied da und ich sehe die anderen alle und muss ich da dafür eben nichts zahlen. Und habe so ein kleines bisschen Incentive hier dann natürlich auch noch was. Und da bin ich schon gespannt. Ich bin auch gespannt, wo es nächstes Jahr hingeht. Also ich hoffe ja so sehr, dass das nochmal so reiner Urlaub, das war schon schön, weil da hast du gemeinsam was unternommen, hast keinen Stress, du hast nur Urlaub, bist am Strand, zusammen essen, kannst mit denen zusammen sein, wo du willst, ab und zu ein paar Sachen anguckt. Also auf einem schönen märchenhaften Berg waren wir dann in Monte Carlo, einmal haben wir Nizza besucht und das war richtig, also richtig Urlaub. Und das andere ist ja eher Veranstaltung, Weiterbildung, Geschäfts, ja, Sensi Family. Wir sehen dann auch schon, was Herbst, Winter kommt. Das bleibt natürlich noch ein Geheimnis. Aber da hat man schon exklusive Sachen und da kriege ich auch lauter Produkte. Werden da auch, jetzt muss ich dann aufhören. Lauter Produkte kriegen wir dann schon vielleicht ein paar neue Sachen dann, wo wir mit nach Hause mitnehmen dürfen. Also sehr aufregend. Wer weiß, was die sich zum 20-Jahre-Jubiläum alles so einfallen lassen. Na gut, bald heißt, ich merke schon wieder Nase zu. Ich gehe raus, ich flack wieder hin, ich darf noch nicht so viel quatschen. Schön ausruhen weiterhin und dann wird es schon werden. Also ich fühle mich schon fitter als wie gestern oder vorgestern. Also ich glaube, es geht schon ein bisschen bergauf. Normal tue ich da echt wochenweise rum. Und ich habe gerade echt Glück, dass ich da, wenn ich gleich sofort Maßnahmen mache und auch wirklich Pause und sonst nichts mache und den Haushalt stehen lasse und alles oder auch mal ein bisschen Schlaf dann noch, viel trinken, das tut echt gut, viele Vitamine und alles. Ja, dann wird's schon. Also Dankeschön für die Herzchen, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich bin gespannt, wir müssen mal gucken, Orlando dürfen wir nicht so viel mit, wegen Lizenzen und so, mit Disney-Sachen irgendwie nicht mitfilmen, mit euch mitnehmen. Dann, und die neuen Sachen darf ich auch noch zeigen. Also ich muss mal gucken, den Convention Center kann ich euch mal zeigen. Und anscheinend dürfen wir jetzt doch bei der Eröffnungsparty, weil sie da geheißen hat, Universal Studios, da kann nämlich dein Konto gekündigt werden, weil überall Lizenzdinger sind, dass man nicht filmen, keine Fotos, nichts machen darf. Aber anscheinend darf man jetzt live gehen auf Instagram, live gehen auf Facebook, live gehen auf TikTok und Reels und Story ist erlaubt. Also da kam heute von der Britta Walter eine Sprachnachricht. Also habe ich vielleicht Glück, dass ich mal kurz auf den Live-Knopf drücken kann oder mal kurz Video machen kann, Feuerwerk oder die Menschenmasse, auch diese tolle riesen Menschenmassen. Nee, aber wir gucken, lassen wir uns überraschen
Und vielleicht kann ich ja doch ein bisschen was zeigen. Also ich gucke, ich weiß ja nicht, wie das Internet mitmacht, mein Akku und ja, aber so gut es geht. Und ansonsten schaue ich, dass ich euch was erzähle, was sie so gemacht haben. Bin ich schon gespannt und ja, bin untertags viel unterwegs mit diesen Veranstaltungen. Also Nachrichten werde ich wahrscheinlich da nicht so beantworten, weil ich glaube, wenn dann jeder nur guten Flug und was weiß ich alles noch wünscht, dann kommst du da wahrscheinlich gar nicht hinterher. Also ich guck mal, wie ich es mache, weil ich will ja natürlich das mit den anderen all genießen und dann nicht nur stundenweise am Handy sein. Aber ich glaube, da habe ich ganz so viel Verständnis von meinen süßen Schätzchen hier. Aber ich versuche euch in der Story so gut es geht mitzunehmen oder live zu gehen oder irgendwie werde ich euch hoffentlich mitnehmen können. Und ich freue mich schon, bin gespannt, ich bin schon sehr aufgeregt, ich bin noch nie so weit geflogen und dank euch allen, also das ist schon mein wundervolles Team. Das war sehr knappe Geschichte diesmal, also sehr, sehr knapp. Und krass, also gekämpft bis zum Schluss, bis zum letzten Tag, aber so schön, dass ihr das für mich möglich gemacht habt, denn mein Schatz hat ja Flugangst und so ist das voll schön. Also ich bin ja voll der Familienmensch eigentlich, aber so schön, dass ich doch nur mit dem Flugzeug irgendwie rauskomme und doch noch was sehen kann. Und dann haben wir ja immer Familienzeit. Mein Schatz, der hat, muss Urlaub nehmen und hat eine Schulwoche erwischt, wo er nur zum Augenarzt darf und so, der Arme. Aber Mai darf er mal sehen, was ich auch so mache. Und dann kann er ja gucken. Es bleibt das Wetter schön, dass sie baden gehen können. Vielleicht kann er viel Fahrrad fahren. Soll er in Sauna gehen, was weiß ich. Irgendwas wird er schon machen. Und ja, ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Abend. Und ja, bis dann. Jetzt muss der Luca eh, oh, der muss eh ausmachen, 2, 3 Minuten. Also dann, tschüss. Bis dann.